nach wie vor im Leserraum der Tischlerei Andechslinger. Und jetzt bei mir ist der Herr Alexander Rauch, der Geschäftsführer von der Firma Andechslinger. Alexander, danke nochmal für die Einladung. Ja, bitte. Vielleicht erzählst den Zuschauern, was so die Intention war, warum du gedacht hast, eine Lasermaschine, das fehlt bei der Firma Andechslinger. Ja, und mir ist immer abgegangen, dass wir eigene Oberflächen kreieren können. Also ich wollte die Großfläche, ist zwar nett, was die bedient, aber das Aha-Erlebnis zu erzeugen, dass du selbst was kreieren kannst, wo dein Kunde auch nicht gleich sagen kann, ich gehe zum Nächsten und kriege genau das Gleiche, zum selben Preis etc. Und dann haben wir gesagt, wir müssen Oberflächen verändern. Und da bin ich auf die Lasertechnologie gekommen und habe dort einmal gesehen, was man da eigentlich alles machen kann. Weil ich kenne Laser von früher nur ein bisschen schneiden. Ja. Und bin aber drauf gekommen, dass man im Holzbereich richtig gravieren kann. Dass man da Spannung erzeugen kann, wo ein Kunde greift und sagt, was passiert da? Habe ich noch nie gesehen. Und dann das nächste Schöne ist einfach dann, dass dann du Dinge zeigst, was sagst du, brauchst nicht, du kannst nicht nur Holz verändern, du kannst Glas verändern, du kannst Stein machen. Es gibt eigentlich kein Material, wo du nicht irgendwas machst. So machen kannst, dass der Kunde das Aha-Erlebnis hat, weil es ihm nicht zirkt, weil es vorher nicht bewusst wahrgenommen hat oder gar nicht gewusst hat, dass das geht. Ja, und was uns auch gleich aufgefallen ist, der Raum, der ist schon speziell, wo der Laser steht. Was ist da der Hintergrund? Ja. Ja, der Hintergrund ist das. Wir sind der Tischlerei. Der Laser hat ja eigentlich, was da entsteht, ist ja Schmauch. Ja. Und jetzt haben wir einen eigenen Raum gemacht, mit einer eigenen Brandmeldeanlage. Was den Geruch wahrnimmt, sondern die Wärme. Mhm. Und das nächste ist, dass unsere Leute wieder wissen, das ist ein Raum, da steht das drin. Und nach außen darf kein Geruch, das nur empfindlich bleiben. Okay. Und du hast mir auch einmal erzählt, die Glasfront, das hat ja auch einen speziellen Grund. Ja. Weil da gehen ja die Mitarbeiter, ich habe die Sirene gehört, wenn Pause ist und so weiter, spazieren alle vorbei. Also was ist das, ja, was hast du da gedacht? Wenn sie ein Chef in ein Unternehmen was einbildet, muss ich irgendwie die Mitarbeiter mitnehmen. Und ich habe eine Vision gehabt und am Anfang heißt, was fällt mir jetzt ein, was probiert er. Mhm. Und ich war mir sicher, ich muss da eine Spannung erzeugen darin. Das heißt, wenn es da was bewegt, soll da keiner drin sein, der Laser läuft ja länger an so Fläche. Mhm. Aber ich möchte, dass die Mitarbeiter mit Spannung das beobachten können. Dann reden sie auch. Und, okay. Und das kann man teilweise beobachten, da stehen ab und zu große Pausen, wenn was gemacht wird, stehen sie bei den Scheiben und schauen rein, was da passiert. Und durch das wird ja immer wieder geredet über diesen Raum. Also das ist ja nicht nur passiert, so wie es ist, sondern es war schon wirklich so gedacht, dass man über drei Seiten reinzieht. Das nächste ist, man kann nicht beobachten, wann aber irgendwas sein sollte, weil man steht ja als Mitarbeiter nicht dabei und schaut diese Platten 10 Stunden zu, sondern man muss beobachten können, er muss im Raum sein. Genau, perfekt. Ja, das heißt, beim Laser ist es ja dann so, dass man die Oberfläche verschmilzt. Das heißt, eigentlich die Fasern, die es da gibt, die werden durch die Hitze in der Farbe verändert. Und dann sieht man auch so schöne Strukturen, wie du es da uns gezeigt hast. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was ihr jetzt so, beziehungsweise auch der Hans, der den Laser bedient bei euch im Betrieb. Was habt ihr da schon für Materialien probiert? Also, wir haben ganz am Anfang angefangen eigentlich mit Holz. Und dann sind wir zum Thema Stoff gekommen und da haben wir gesehen, beim Stoff, du brauchst immer zuerst von diesem Stoff, du bearbeitest sogar von der Charge her Muster und musst das einmal probieren. Weil es kommt darauf an, wie schnell fährst du, mit welcher Schärfe schaltest du den Laser ein, was magst du eigentlich, weil der Stoff dir ja nicht reißen darf. Mhm. Und da sind wir mittlerweile, da haben wir sehr viele Erfahrungswerte schon. Wir schreiben das ja immer auf, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Intensität, dass das passiert. Aber wir sind eins einmal drauf gekommen, dass Stoffe sehr verschieden sind. Ja. Geil, Hans? So wie Holz auch. So wie Holz auch. Ja. Genau. Bei Holz ist es auch, also Holzmuster haben wir jetzt zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, da haben wir Oberflächen auch nochmal verändert nach dem Laser. Aber ein Holz ist so, das Holz verhält sich ja für die Jahre immer ganz anders. Es gibt ja, wenn das jetzt grobjährig ist, dann geht der Laser leichter rein, wird es feiner, geht er weniger tief rein. Mhm. Und wir schauen immer bei Aufträgen, ja, machen wir immer von selben Charger Muster mit und probieren da mal die Brenntiefen zum Beispiel. Wenn du von einem Muster sprichst, dann sprichst du natürlich auch vom Vertrieb, so wie ihr dann eure Produkte vertreibt. Wie funktioniert das dann zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch? Kommt dann ein Kunde schon mit einer Idee, schlagt ihr das vor
Oder wie ist das? Ich glaube, wir machen das ganz clever. Wir haben ja eigene Planungsabteilung und planen diese Dateien schon ändert. Okay. Wir legen den Plan hin und wenn wir Muster haben, dann machen wir es so, dass wir bei einem Kundengespräch zum Beispiel, wie man jetzt, das ist da hat man Kassenfront gemacht in einem Zimmer, hat man dieses Muster schon hingelegt, da hat man es probiert und hat ihm das in einer Collage zusammengelegt, den Kunden, und der wollte eigentlich das Ganze woanders machen lassen. Okay. Und ich ist aber im nächsten Termin sofort wieder zurückgekommen und habe gesagt, wo kriege ich denn das? Da haben wir gesagt, das ist nicht so leicht zum Kopieren. Ja. Da steckt eine Idee dahinter, da steckt eine Vision in der ganzen Planungsabteilung dahinter. Und am Schluss wollen wir genau das am Kosten oben haben. Das heißt, wir haben ja das Muster dann hingelegt, dann haben die Collagen zusammengelegt, dass er gar nicht mehr ausgehen hat. Und das macht den Riesenvorteil zurzeit, muss man sagen. Also man hat jetzt nicht den typischen Kunden, der halt etwas von der Stange kauft, sondern speziell mit diesen Oberflächen für einen Kleiderschrank, schätze ich, ist es halt schon ein spezieller Wunsch, den ihr da auch umsetzt. Ja, schon. Das sehe ich. Aber man kann eine ganz andere Sache machen, wenn man zieht, zum Beispiel, ist ja ganz interessant und wir lernen irrsinnig viel bei Glas, weil jedes Glas ist ein bisschen anders, hat andere Qualitäten und der Vorteil ist beim Glas, wenn man es das andere sieht man da als gelasert, das Ganze. Und wenn man es aber jetzt so durchschaut, und das hat einen Riesenvorteil, nämlich zu, man kann ein Glas bekleben, aber was man da nicht sieht, man sieht die Fettspuren nicht. Da sind wir draufgekommen bei Sachen. Man kann das individuell machen. Also ich kann ganz feine Grafiken. Okay. Also Alexander, du hast uns gesagt, du hast einen Betrieb mit 80 Mitarbeitern. Der Hans hat uns schon eindrucksvoll bewiesen, wie er mit dem Laser arbeitet. Welche Rolle spielt für dich der Mitarbeiter in deinem Unternehmen? Der Mitarbeiter spielt für mich die wichtigste Rolle. Weil ich kann ihm die Bühne hergeben. Ich habe eine Bühne geschaffen oder ich kann sagen, ich persönlich möchte diese Maschine haben, weil ich Visionen habe. Aber der Mitarbeiter füttert es ja dann mit Ideen, wo er sagt, probieren wir das. Der arbeitet an der Maschine, der kennt die Maschine nur viel besser wie ich, weil er sagt, wow, da kannst du Sachen machen oder die probieren ja die probieren so viele Dinge aus, wo du selber als Chef von einem Unternehmen gar nicht drauf kommst, weil du die Maschine gar nicht so tief kennst. Und warum wir das Ganze machen, das ist für mich immer, ich habe mir immer die Frage gestellt, das Tischlerhandwerk generell, was begeistert einen Jungen noch, dass er Tischler wird? Und was ist heute das Thema, mit was gehen die meisten Jungen eigentlich um? Atom? Sie können irrsinnig gut mit Smartphones umgehen. Also du brauchst dir in der ganzen digitalen Welt nichts erzählen. Und ich habe mir gedacht, ich muss ein Produkt, eine Maschine und eine Technologie ins Unternehmen bringen, wo ich, wenn ich jetzt eine Schulklasse durchführe, die was in den Entscheidungsweg generell haben, will ich in der Schule weitergehen, möchte einen Lehrberuf machen, so abholen, dass die sagen, boah, das ist ja gar nicht so verstaubt. Die entwickeln ja Technologien, die wollen ja irgendwo Vorreiter sein. Und das ist uns mit der Sache voll gut gelungen, weil wir das vereinen, dass wir sagen, mach ein Foto, wir zeigen dir, wie das Foto auf Holz ausschauen kann. So klar bringen wir so leicht dorthin eigentlich. Und die Technologie dahinter ist für uns das, dass er rausgeht und über uns spricht. Okay, und das hast du eindrucksvoll bewiesen, auch mit den Mustern, die du uns hier gezeigt hast. Und wo siege ich uns? Ich siege uns einfach an den, ich will warten nochmal werden, dass das Unternehmen sagt, wow, ein großes Unternehmen. Und dann nehmen sie für das individuelle Abkommen kleine so Zeit, dass nämlich die Leute nicht schreiben, wie einem, dass er weiß nicht, Mords Objekte macht, sondern sagen, wow, der hat was verändert oder der hat was am Markt gebracht, das habe ich vorher noch nie so gesehen. Und das ist meine Vision, und das haben wir immer dahinter. Und da mein Riesenvorteil ist schon das, ich kann meine Mitarbeiter viel begeistern dafür. Du findest natürlich bei so vielen Mitarbeitern nicht alle, immer alle sind nicht dafür. Es gibt viele Gewohnheitstiere. Ja. Aber es gibt ja die, was ja genau das suchen, den Kick und sagen, hey, ich darf probieren, ich darf machen. Und der kriegt ja durch das gleich eine super Resonanz von einem Kunden. Es gibt ja nichts Schönes, wenn der Kunde sagt, boah, das gefällt mir. Was möchte ich haben? Ich finde das immer super. Was? Das ist gut, Talent.